Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlichst willkommen hier zu einer neuen Runde Warhammer 40.000 Rock Trader. Wir waren mitten im Kampf mit den Mutanten, das ist hier ein bisschen laut. Es tut mir leid. Wir müssen die irgendwie loswerden. Willi ist dran. Willi kann leider nichts. Doch Willi könnte. Wir probieren es. Da sie ja jetzt Nahkampfwaffe hat. Sind wir sie los? Mehrere Angriffe auf die Anzahl der Angriffe ist gleich die Anzahl an Beuten im Kampf. Wie viele Beuten gibt es denn? Ich glaub, Stand jetzt ist nur noch eine Beute, ne? Ja, nur noch drei Gegner. Machen wir das Beuten im Kampf? Ach, das kann ich denn nur auf die Beuten sprechen, oder wie? Das hier doof. Dann bist du fertig. Kannst aber nochmal Waffen wechseln. Zeigst du denn hin? Da. So. Willi ist dran. Und Willi könnte einen gezielten Schuss da drauf. Oder auf den machen. Ja. Ja. Damit ist Willi durch. Ist der Abelard. Abelard alles außer Reichweite. Einmal den. Kann ich auch gar keinen sprechen. Doch. Ja. Sind wir durch. Agenta ist dran. Agenta könnte einmal durchrennen. Würde mir aber nichts bringen. Agenta kommt bis. Ach komm, ich aufpassen. Agenta rennt einmal hier durch, macht dann einen Sprint. As the Emperor commands, I act. Nach da. Kann den Gegner so einmal kräftig. In den Rücken ballern. I'll do it. You, my Emperor. As the Emperor commands, I act. Zack. Wir sind den nächsten Mutanten los. Sie kommt hier aber nicht weg. Dann geht sie nach da. Wir machen einmal Sprinten und Ballern. Laufen nach da. Versuchen wir irgendwie von ihr hinten was zu erledigen. Durch. Sie ist dran. Sie könnte nach. Da. Sehe ich ihn zufällig? Ja, perfekt. Nein. Auch nochmal zweiten. Ich habe noch einen, ne? Cassia kann gar nichts machen, außer Cassia könnte schießen. Ne, die kann nur Salve. Muss ja echt eine neue Waffe geben, dass der Einzelfeuer kann und keine Salve. Das ist scheiße so mit Salve. Do not dare ask. Isn't this a job for the serfs? I'm not accustomed to being ordered around. Bap, 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 bap. Du bist dran, du könntest aber eh keinen auf die Schippe nehmen, ne? Du kannst keinen. Warte mal, wenn du nach. Nee, warte. Nach
da gehst, könntest du den ausschalten. Ja. Ist nur noch der Gegner. Du bist dran. Wir machen mal erstmal den. Und den. Oh, noch einer übrig. Das war's. Und tot. Ah, sind alle Gifte weg? Nein, sind sie nicht. Gut, nehmen wir ein. Gott. 40% Rüstung, schwer. Und die Messer? Pass mal auf. So. Die nehmen wir einfach mal mit. Ich nehme jetzt nur dich. Und gucke mal. Da ist ein neuer Bolter. Da sind neue Güter. Nehmen wir alles mit. Das Stimmzeug auf jeden Fall. Hier noch irgendwo was? Halt, da. Ich muss uns alle mal durchlesen. Ich glaube, da mache ich mal eine Lesefolge. I'm still new to the art of exploring. As it should be. Ich kann nur einen herrichten, der die Hand kontrolliert, scheint aber. Oh. Ja. Hier sind noch zwei, die man einsammeln könnte. Ja, da kommen wir halt nicht rum, ne? Wenn die Güter da liegen, liegen sie da. Und irgendwas liegt noch da. Das muss der Deck machen. What? What a shame. Watching the lazy hand on sacred technology breaks my heart. Figuratively speaking, my cardiovascular augmentation can withstand much more than high blood pressure. Alle? Dann haben wir ja alles fertig, ne? Oder? Hier ist nichts weiter. Cassia ist ja die mit der Auffassungsgabe. Die auch sieht, wenn irgendwo was ist. Jetzt gehen wir mal zu der Hütte zurück, wo die anderen waren. Denn wieder zum Chef. In der Quarantänezone. Ob es da jetzt einen neuen Dialog gibt. Das ist auch so witzig, dass man halt im Kopf behalten muss, was hatte ich noch wegen Dialogoptionen. Ne, also jetzt nicht nur sagen, ja guck mal, ich sollte ja nur die Sachen liefern von Janus aus. Sondern auch im Kopf behalten, vielleicht gibt es eine neue Dialogoption. Rise to the top or get left in the dust. Ich habe nicht gelogen, was die Mutanten betrifft. Sie wurden ausgelöscht. Ich werde niemanden mehr infizieren. Gepriesen sei der Imperator. Ihr sagt es ihnen, oder? Oder? Diesen Trupp 3, oder wie immer der heißt. Bitte sagt ihm, dann töten sie uns vielleicht nicht. Achso, ja. Over there. Over there. I always have a backup plan. Moment. Oh, hier, da. Ist eigentlich nur noch das da, ne? I always keep my options open.
Der Ursprung der Krankheit war ein Rudel Mutanten. Sie wurden ausgelöscht. Ein paar Überlebende sind noch innerhalb der Zone, stellen aber keine Bedrohung dar. Der Ursprung der Krankheit war ein Rudel Mutanten. Sie wurden ausgelöscht. Das da. Naja, wenn ihr das sagt. Mutanten, ach was. Das Witzige an Mutanten ist, man verbrennt sie und sie kommen wieder, sie kommen einfach wieder. Wie auch immer, danke für eure Hilfe, die Info, Football wird euch nicht vergessen. Ich und die Jungs machen ihren Bau noch ein wenig sauber, damit wirklich keine Krankheiten mehr gibt. Genau. So, das haben wir. Dann können wir jetzt uns mal überlegen, ob wir vielleicht doch noch an diese Kiste hier kommen. Kommen wir jetzt dahin? Ha! Sind wir doch da. Da lang? Hier müsste denn der Ausgang sein. Einmal Football. Ja, der gute Willi braucht ein bisschen länger. Wieder zur Residenz. Um dem Typen zu sagen, was da los war in der Quarantänezone. Also Football ist doch schon mehr zu tun, als man denkt. Was ich mich noch frage, ist, füllen sich die Waren der Händler auf? Das wäre noch interessant zu wissen. Also der Händler, der uns jetzt hier die drei Extraktoren gegeben hat, hat ja, weiß ich nicht, nach 5-6 Warpsprüngen wieder welche. Keine weitere Dialogoption in Bezug auf die Mutation. Always keep your eye on the price. Prolog kannst du, 1 kannst du, Kapitel 2. Nein. Naja. Warten sie sich von selbst, das haben wir nicht wie an die Mutanten. Jetzt haben wir eigentlich nur noch das für Kapitel 2, richtig? Genau, ich würde zu nach Kranach zuerst und dann nach Mundus. Weil hier irgendwas mit der Familie war, deswegen wollte ich hier zuerst hin. Bei den Gefährten. Genau, hier, Kranach. Deswegen wollte ich zuerst die Hendrix-Mission machen. Und mit Abela war auch irgendwas. Hier sind die Eldari, vergessene Zwillinge. Genau, das wollte ich machen. Handelsprotektorat-Quest. Achso, ja, was ist irgendwas mit. Genau. Ich glaube, die scheitert doch immer, oder? Ich habe falsch geklickt. Einmal zu viel geklickt. Sorry. Naja, passiert. Ich wollte doch dahin. Ich will doch aufs Schiff. Jetzt müsste der Football eigentlich questtechnisch doch abgeschlossen haben, oder? Glaube ich zumindest. So, denn aus Schiff. So. Privatpilot.
Dann kümmern wir uns einmal noch schnell um die den Levelaufstieg, den wir ja gemacht haben. Dass wir die mal alle durchleveln. Hendrix müsste ja jetzt 2 Levelaufstiege haben. Ich habe ja vergessen. Entschuldigt, ich bin ein bisschen müde. Die Nacht war nicht so erholsam. Was können wir hier machen? Ballistische Fähigkeit, Gefolgschaft. Wir machen Gefolgschaft wieder höher. Weiter. Alle Widrigkeiten zum Trotz, gemeinsamer Angriff, Nerven aus Stahl, Rand des Todes. Alle Feinde, die dem Monster ja, trifft, haben eine um 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Deckung zu treffen. Hinterdeckung. Fügt 10 mit weniger als 50% Wunden plus 12% mehr Schaden zu. Außerdem heilt er bei Zielen, die weniger als 50% Wunden haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hatte doch... Charakter, seinen Zug neben einem verbündeten Charakter beginnt, erhält plus 2 Bewegungspunkte. Nein, ich suche gerade was Bestimmtes. Alle Verbündeten, die von Breitmachen für einen Schlag betroffen sind, erleiden bei allen Gegenangriffen nur halben Schaden. Alle Verbündeten, die von Breitmachen für einen Schlag betroffen sind, leiden während der gesamten Kampfes nicht unter dem negativen Effekt von Nahkampfüberlegenheit. Nahkampfüberlegenheit. Im Nahkampf erhält jedes Ziel, das von mehr Verbündeten als Feinden umgeben ist. Nee, ich suche gerade Boltwaffen. Ich bin mir sicher, ich hatte das gehabt. So, wie in der Boltpistole. Plasma habe ich durchgeskillt, genau. Schwere Waffen. Kann mit 2 Waffen seinem aktuellen Waffenset angreifen. Naja, ich habe ja nur Schwert und Pistole. Obwohl, auch Schwert und Pistole wären auch was, ne? Lesswaffenexperte. Den nehmen wir noch mit rein. Statt der Boltwaffe. Voll. Naja, Plasma doch, finde ich schon cool. Die Gutste kriegt Gefolgschaft nicht, die kriegt Zähigkeit. Nee, verhöhnen soll sie nicht. Hendrix, bei dir sind sogar 2 Sachen, die wir durchklicken müssen. Das hast du, das hast du. Du kriegst Beweglichkeit. Das Assassin leidet steht zu Beginn des Zuges das Assassin eine neue Blöße und dann geht er seitdem. Okay. Und Beweglichkeit. Meine Gutste, du hast ja, ja, ja. Intelligenz machen wir bei dir höher. Frontlinienanpassung, Ausdauer. Wenn es im Frontliniengebiet mehr Feinde als Verbündete gibt, erlangen alle dort Verbündeten. Machen wir mal das. Bei dir gehen wir voll auf Int. Bin natürlich der Meinung, dass ich sie komplett verskille, alle Charaktere. Ja, wir verschieben die ja sowieso selten. Papp, 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 papp.
Exzellenz. Vorhut. Zähigkeit. Ausdauernder Schild. Während die Vorhut mindestens ein temporäre Wunde hat, erlangt sie Gelegenheit zum Verhöhnen. Immer wenn die Vorhut einen Feind trifft und dazu einen Überraschungsangriff einsetzt, muss dieser Feind Verbündete, die unter dem Einfluss einer beliebigen Fähigkeit der Vorhut stehen, erlangen Symbol der Standhaftigkeit. Kritische Treffer fügen. Du bist standhaft. Ich glaube, da kommen ja gleich noch irgendwie noch einer oder zwei Charaktere noch mit dazu, ne? Ich weiß, einer der DLCs soll einen neuen Charakter bringen. Bevorzugte Ziele. Wenn die erzblinternde Ziele angreift, deren Ausweichen vom Effekt reduziert wird. Einmal Schwächen ausnutzen. Klingt gut. BF oder Waffenfertigkeit. Waffenfertigkeit ist Ausweichen, Nahkampf, kritische Treffer. Nein, dann BF. Aber die ist immer schwierig, was man dir gibt. In dem Falle würde ich dir ballistische Fähigkeiten geben. Treffer dann erhalten, Rüstungsdurchdringung. Ja, nehmen wir das. Und bei dir auf jeden Fall BF. Und grausamer Kill. Immer wenn Beute getötet wird, wird die Beweglichkeit. Ja. So, dann haben wir die einmal geskillt. Dann gehen wir dahin. Furibundus. Okay, stimmt, das ist das Furibundus-System. Dann gehen wir da hin. Ich hoffe, ihr habt den richtigen Knopf gedrückt. Ja. So. Nein. Man könnte jetzt noch da fliegen, wegen dem Xenos-Tech. Aber fliegen wir erstmal nach da. Da müssen wir sowieso hin. Jetzt überlege ich, ob wir halt nach da fliegen, in der Hoffnung, dass es von da aus eine Verbindung nach da und dann zu den vergessenen Zwillingen gibt. Wir könnten aber auch erstmal noch nach da fliegen. Ja. Und uns die Xenos-Sektor holen. Weil hier gibt es ja drei Xenos-Sektor. Zack, was gab's hier? Adamant. Guck mal, ob wir später was Besseres finden. Und dann genau das Xenos-Tech wollten wir nämlich hierfür, weil irgendwo hier gab's doch ein Xenos-Tech. Adamantium, Plaststahl. Hier, Xenos-Tech, genau. Waffen brauchen wir noch. Frohe Kunde. Der Orden des Hammers hat einen ehrgeizigen Traum. Einen riesigen Turm zu errichten, der bis hinauf in den Orbit reicht. Von dort soll eine mächtige Vox-Station Gebete und Predigten an den gesamten Planeten übertragen, während die Stimme eines astropathischen Chors die heiligen Worte in die gesamten Koronus-Ausdehnung trägt. Die frohe Kunde. Ich würde da die Bequemlichkeit halt reinpushen, ne, von 2. Das würde ja wieder meinen Profitfaktor schmälern. Cool. Ja, Luxus verkaufen wäre bloß Profitfaktor und das da. Ach, wir machen das da. Oder? Ich will ja Bequemlichkeit nicht machen.
Da müssen wir die Effizienz noch höher bringen. Und die Bequemlichkeit größer. Bevor wir das überhaupt machen können. Machen wir das. Janus ist fertig. Okay. Eure Lordschaft, uns erreichen alarmierende Berichte von Janus. Unter der Bevölkerung in abgelegenen Agrarkomplexen ist eine Reihe merkwürdiger Mutationen aufgetreten. Die übrigen Kolonisten nennen diese Mutanten Speier. Abgesehen von der üblichen Entstellung und der damit einhergehenden Ausgrenzung haben die Speier sich auch zu einer primitiven Form der Religion zusammengetan, bei der sie auf rituelle Weise das Land verehren. Sie zeigen zwar keine Ungehorsam und keine Feindseligkeit, doch ihre bloße Existenz gibt Anlass zur Sorge. Der Adel von Janus erwartet demütigst eure Entscheidung. Die armen Seelen genießen ab sofort meinen Schutz. Sie sind Opfer einer Mutation, keine Dämonen. Gewährt uns einmal das Herz der Namenlosen plus Sicherheit minus Bequemlichkeit. Das Herz der Namenlosen. Dieser Xenos-Gegenstand erhöht das Wissen über Xenos und des Trägers um. Hat der Träger, was auch immer das ist, das sind die Fähigkeit, alle Fähigkeiten des menschlichen Lebens. Achso, wenn ich bei Ikonoklastisch bin. Das wäre halt cool, da muss man gucken. Lass sie für ihre Marke durch Arbeit büßen. Minus Sicherheit plus Effizienz. Ja. Nur ein toter Mutant ist ein guter Mutant. Plus Sicherheit minus Effizienz. Was sagen denn meine Berater? Wird auf Zeichnungen eurer Agenten gesehen. Die Zeichen, die diese Chimpanzee zurücklassen. Moment. Die Zeichen, die diese Chimpanzee zurücklassen, ihre Götzen. Also immer. Und ich kann nicht leugnen, dass eine erbärmliche, wenn auch extrem abstrakte Verbindung zu den Symbolen meines Volkes besteht. Ihre kehligen Gebete sind wie ein Echo der Sprache der Kinder der Asurien. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in solch engen Kontakt mit unserer Zivilisation gekommen sind, liegt bei Null und doch sind sie irgendwie miteinander verbunden. Beschützt diese Leute, siedelt sie in weit entfernt gelegenen Unterkünften an, wo ihnen wegen ihrer Sonderlichkeit nichts angetan wird. Und bleibt wachsam. Eines Tages wird vielleicht die Wahrheit offenbart. Was sagst du? Die heilige Sanktion des Imperiums billigt diese Mutanten nicht. Erklärt ihre Existenz aber auch nicht zum Anathema. Sollten wir sie ohne weiteres Studium verurteilen? Es gibt Mutanten, deren Existenz vollständig sanktioniert sind. Beispielsweise Ogryns, Rettlings, Parians, Pelagen, Feliniden oder Tross oder Navigatoren. Unsere Bibliothek enthält viele Abhandlungen über das Handwerk der Genitoren und ich könnte einen Teil dieses Wissens in euren Diensten weitergeben, auf rein theoretische Basis, versteht sich. Diese Mutanten wurden nicht ausreichend studiert und fehlt im Katalog. Diese Mutation wurde nicht ausreichend, fehlt im Katalog, genau. Ich registriere keine Basis für die Verzögerung des Beginns der sofortigen genetischen Läuterung. Ich empfehle die gründliche Untersuchung der genetischen Struktur dieses Stammes. Das müssten jetzt... Speyer würde nur Sicherheit bringen. Es würde immer noch... Die Mutation des Fleisches. Effizienz immer noch plus 1 und Sicherheit immer noch minus 1. Und Sicherheit plus 1 und Effizienz minus 1. Das ist das Einzige, was mir was bringt und nichts nimmt. So, wurden in der Beobachtung gestellt. Einer der Wächter hat in den Händen einer Gruppe des Speyers ein mysteriöses Relikt entdeckt, das sich als Xenos-Artefakt entpuppt. Die Mutanten begreifen wohl gar nicht, was sie da verehrt haben. Trophäen.
Vorräte plus 1. Chemikalien plus 1. Sehr schön, sehr schön. Noch ein paar Tränen. Cool. So. Geheimnisse der Winterzunder. Vertrag verfügbar. Blut und Nephium. Chemikalien und Promethium. Voraussetzungen. Profitfaktor und Vorräte. Vorräte haben wir aktuell 8. Okay. Wir haben alles angenommen, die freigeschalten. Dementsprechend also können wir noch nicht machen. Deswegen gucken wir da gleich mal rein. Die Legenden zufolge kennt das Haus Winterzunder die Geheimnisse von Gasfaktorien. Werkstätten, in denen tonnenweise organisches Rohmaterial in Fermentationsfässern, Heißpressen und Druckrohren zu wertvollen Chemikalien verarbeitet wird. Diese heilige Technologie könnte es Janus ermöglichen, gewaltige Mengen an Promethium zu produzieren. Boah, mal 5 und Chemikalien, mal 6, ne? Jetzt mal Promethium haben wir jetzt 5, Chemikalien haben wir 2. Alter. Okay. Zu produzieren, aber nur die fähigsten und am besten bezahlten Schmuggler sind die Aufgabe gewachsen, diese Substanz zu stehlen. Okay. Ernte. Kann ich nicht machen, weil... Das folgende Projekt muss im Protektorat abgeschlossen werden. Riesen. Vor Jahrhunderten wurde auf Kiawa Gamma. Okay, ich muss Kiawa Gamma erst abschließen, dann kann ich das machen. Da würde ich bekommen Profitfaktor plus 1 und Vorräte plus 5. Nicht einmal, okay. Bitte zur Faulheit. Effizienz plus 2, Chemikalien 3 habe ich nicht. Ich bekäme eine Maske. Für sanktionierte Psioniker. Ruf der Drusianer. Muss höher sein. Und. Blockiert Projekt Rose von. Das muss auf einem anderen Planeten passiert worden sein. Dafür geht die Effizienz nach unten, Bequemlichkeit nach oben und die Drusianer nochmal rauf. Ah, das muss blockiert sein und. Blockiere Projekt Wissen der Tugend. Das ist das da. Boah, was gehen wir denn hier? Profitfaktor plus 2. Kaspalika Mission plus Ruf und Chemikalien plus 5. Dafür müssen wir bei den Kaspalika aber höher sein. Blockiert Projekt. Dunkle. Was auch immer. Das habe ich. Ach, das da muss blockiert sein. Okay. Ansonsten brauche ich Mechanismen plus 1. Dann kriege ich Profitfaktor dazu, Chemikalien und ein besseres Medkit. Oder hier, Player Character erhält die Eigenschaft Rat der dunklen Weisen. Alle Verbündeten verursachen plus 5% mehr Schaden bei Xenos. Dafür brauche ich aber, okay. Ich bin ehrlich, mehr Chemikalien. Ich habe einen Vertrag. Und der Zünder hat herausgefunden, dass ihm das Geheimnis gestohlen wurde. Er ist jedoch bereit, diese unglücklichen Zwischenfall zu vergessen und bietet die Aussicht auf sehr viel größeren Gewinn an. Er ist nun versessen von der Idee, die Nephium-Anlage von Haus Korda auf der gefrorenen Welt Lucens Atem oder Lucens Atem zu erobern. Für Caligus selbst scheint der Profit nur ein angenehmer Nebeneffekt zu sein. Die Hauptsache ist die Gelegenheit, in Planetenschlachten unzählige Diener des Hauses zu massakrieren. Er bietet den eingangs erwähnten unschätzbar wertvollen Brennstoff zum Tausch gegen die Kampfkraft, an der es ihm so bitter mangelt. Aha. Aber halt mehr Chemikalien... Mehr
Promethium. Das heißt, ich muss das auch nicht mehr abbauen und kann dafür die Sache, andere Sachen abbauen, wie zum Beispiel Waffen oder Mechanik. Nee, das ist Waffen, ne? Ja, Waffen und Mechaniken. Ich mach das mal. Und wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns denn morgen in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.